Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, meine Lieben, bei unserer Not So Berry Challenge. Und heute wird's romantisch. Also schnapp dir einen heißen Kakao oder ein kaltes Getränk, je nachdem, wie warm es gerade bei dir ist. Bei mir ist aktuell, ja, Regen, kalt. Dafür, dass wir so kurz vor dem richtigen Sommer stehen, nicht so schönes Wetter, aber okay, gut. Es ist ja, man sagt zweimal der April, macht, was er will. Irgendwie ist es ja auch noch April, auch wenn jetzt schon Anfang des Monats ist. Das müsstest du bitte mal aufräumen, das hängt mitten in der Luft. Genau, wir werden in knapp einer halben Stunde um 18 Uhr unseren Übernachtungsbesuch, unseren Ricky, zu uns einladen, ihn willkommen heißen. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen haben sollte, sollte sie vielleicht unbedingt nachschauen. Cooper hat eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Und ja, für die, die es wissen, er hat einen neuen Partner. Und ja, seine Freundin, die Jailene, ist von uns gegangen. Ja, ich war sehr, sehr betrübt darüber, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir eigentlich schon mit denen so eine kleine Zukunft ausgedacht, so überlegt, okay, wie können wir das dann so weiterhin deichseln? Ja, aber es kam dann doch alles anders als geplant. Ja, das ich keine Ahnung. Ja, der Cooper hat heute auf jeden Fall vor, ein bisschen romantisch zu interagieren mit dem Ricky. Ich würde sagen, wir können mal unser Licht ein bisschen angenehmer machen, dass es nicht so grell ist, dass man sich so ein bisschen freut auf diese Zeit. Ich bin mal sehr gespannt, wie es laufen wird. Er hat auf jeden Fall jetzt Tee aufgesetzt, das kocht das Wasser. Und er hat hier unseren Reiskocher, den ich total putzig finde. Der sieht aus wie mein Reiskocher und ich bin wirklich ehrlich, ein Reiskocher ist so was Geiles. Das macht das so anders irgendwie, den Reis. Ich finde es Wahnsinn. Okay, wie sehen denn deine Bedürfnisse aus? Sieht eigentlich alles noch so weit gut aus. Ich würde sagen, komm, du gehst nochmal ganz schön auf Toilette. Was macht deine Wäsche? 3 Semestertage noch vor sich, dann ist das Semester um. Ich denke, wir werden noch die 2 Kurse abschließen und dann ist das Semester rum und wir schreiben uns wahrscheinlich ein neues dann bald ein. Schnell die Wäsche da oben rein. Hallo? Hallo? Hallo, hier ist deine Trockner. Was soll denn das? Och, Cooper. Okay, unser Wasser ist fertig. Und unser Essen? Können wir das Dampfventil öffnen? Wird gleich da sein. Okay, ich weiß nicht, ob... da ist Ricky. Unser Ricky ist da. Willkommen, Ricky. Ich habe erst gedacht, willkommen, Baby. Habe ich erst gelesen. Oh, ich freue mich heute auf diese Folge. Ich hoffe, es läuft alles so wie geplant. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch soweit gefallen. Ich habe noch keine Ahnung, wie sie euch gefallen hat, wie sie angekommen ist. Denn die ist noch nicht veröffentlicht. Ricky hat auf jeden Fall hier seinen Koffer dabei. Den stellen wir schon mal bei uns ins Zimmer rein. Wir stellen den jetzt einfach mal hier hinter die Stühle. Da können sie sich eh nicht hinsetzen. Und er sagt, hey, cool, dass du vorbeigekommen bist. Sag, es ist ein bisschen aufregend für mich. Ich hatte noch nie so einen Übernachtungsbesuch. Du bist auch der erste Besuch, der bei mir so wirklich übernachtet, so eine Übernachtungsparty zu machen. Und dann wirst du ihm mal Zuspruch geben. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was er zu den beiden sagt. Ich finde, die beiden geben so ein süßes Pärchen ab. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich jetzt hier durch die Gegend gequasselt habe, ich habe alles eingepackt vom Cooper. Alles aus seinem Zimmer, was uns so gehört. Alle Bilder, seinen Koffer natürlich, der uns gehört in dem Sinne. Das andere ist alles aus dem Zimmer gewesen für den nächsten Student, für die nächste Studentin. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir laden den Ricky dann einfach mal hier sitzen und plaudern ins Zimmer ein. Ah, ich muss wahrscheinlich für bestimmten Sim öffnen. Wo ist er denn drin, in welcher Gruppe? Dann machen wir in die Ex-Gruppe rein. Genau, genau. Weil dann kann ich nämlich hier Zutritt gestatten für Gruppe, Mitglieder der Gruppe Ex-Beziehungen. Genau, dann müsste der Ricky inbegriffen sein, in unseren Raum zu dürfen, weil ich habe den ja für die anderen abgeschlossen, damit die mir hier nicht Unfug treiben. Deshalb, wir gucken jetzt mal, ob er mit uns geht. Auf jeden Fall freue ich mich sehr. Ich habe es jetzt schon zum dritten Mal gesagt. So, Kupski. Okay, hier müsstest du Dampfventil ist offen zum Essen rufen. Genau, weil wir haben Snacks haben wir unten. Kann ich was Snackmäßiges machen? Können wir Kekse backen? Oder
oder war das jetzt umsonst? Keksteig essen. Scheiße. Das war ein Griff ins Klo. Oh Manu. Mist. Der Keksteig, der war leider vollkommen umsonst. Wir können ihn nämlich nicht essen. Aber das ist nicht schlimm. Wir packen ihn trotzdem in den Kühlschrank ein. Genau, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Ich hoffe insbesondere, dass der Ricky vielleicht nach diesem Tag oder während dieser Zeit uns nochmal fragt, ob wir zusammenziehen wollen. Da hätte ich so Lust drauf. Ich muss wirklich sagen, im ersten Moment war ich sehr, sehr geschockt und dachte mir nur so, gebt euch diese Kerle an, ey. Gebt euch diesen Kerl. So, okay. Wir müssen jetzt mal ein bisschen quatschen. Dann würde ich sagen, können wir auch auf jeden Fall ein bisschen hier schmeicheln. Und dann würde ich sagen, könnt ihr hier zusammen die mit dieser Xbox spielen, Multiplayer, Online-Spiel, mit Spielturnieren mitmachen, am Anfang nur teilnehmen. Anja, das kannst du wahrscheinlich nur alleine Spiel spielen. Und ja, der Lilly geht soweit gut. Für uns jetzt einfach nur zum Wissen, die Schwangerschaft verläuft sehr, sehr gut. Wir haben sie ja, als der Cooper aus war, um den Verlust von Jailene zu verarbeiten, hat er ja Ricky kennengelernt und die Molly war auch im Club vorhanden. Und ja, sie stand mit ihrem Babybauch mitten vor ihm, aber er hat es in keinster Weise irgendwie realisiert. Und die Jungs sind jetzt hier schön am Zocken und machen sich einen schönen Abend. Wir werden dann hier eine Portion Reis und einen Kakao machen, einen Film zusammen anschauen. Und wir gucken mal, was, ob eins zum anderen führt. Die beiden vielleicht sogar ihr erstes Techtelmechtel zusammen machen. Wir können auf jeden Fall schon mal die rechte Seite dem Ricky zuweisen. Da. Dass er weiß, er darf da mit uns im Bett schlafen. Ich hoffe, er kommt dahin, aber eigentlich ein halbes Kästchen ist vorhanden. Das sollte eigentlich funktionieren. Und ja, wir werden einfach mal ein bisschen romantisch dann interagieren. Ich weiß jetzt nicht, was er genau macht. Wieso spioniert denn der uns jetzt aus? Wieso spioniert der uns denn aus? Stopp, bleib doch hier, bitte. Und dann könnt ihr euch hier ein bisschen entspannen, ne? Ei, ich bin wirklich mal mega gespannt, was ihr zu ihm sagt. Ich finde, er ist so ein Cutie. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob Coop und Ricky wirklich so das Liebespaar sein sollen. Ja, wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen. Darunter sind auch noch ein paar Beziehungen, ein paar Sims küssen. Aber wir haben schon 6 von 10 Sims, die wir geküsst haben. Wir haben auch schon... Er mag nicht schwitzen, ja, aber das ist doch sehr gut für deine Bronchien. Für den Kreislauf ist das auch sehr, sehr gut. Und ja, können wir jetzt hier ein bisschen interagieren? Zuwendung? Machen wir. Und dann könntest du noch ein bisschen flirten. Nee, körperliche Nähe können wir nicht machen, aber flirten können wir. Hier, einen Kuss kannst du ihm mal zuhauchen. Und wenn wir das dann haben... Machst du nochmal ein Kompliment, sag von Herzen, sag, hey, ich freue mich so auf diesen Tag mit dir zusammen. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, könnt ihr zusammen, außer dass ihr techtelt, duschen gehen? Dann schauen wir uns mal einen Film zusammen an. Film ansehen mit Ricky auf jeden Fall. Und was gucken wir uns für einen Film an? Sims im Diamantenfieber, zum Super Kids. Nee, Kids-Film war mit einem Sim Liebeswahn, Gemetzel im Mondlicht. Sim aus dem Jenseits, Abenteuer, Büffel und Pauken, die Heimkehrer der verlorenen Hundes, die ungeschickliche Schwestern ansehen mit Ricky. Gucken wir einfach mal. Coop, komm zurück. Los. Ricky, du darfst dir gern was zu essen nehmen. Ne? Das Essen steht hier, das ist für uns alle zugänglich. Wir haben jetzt leider nichts, irgendwie Popcorn oder sowas. Leider nicht. Los, setz dich neben den Coop. Könnt ihr dann auch knuddeln beim Film ansehen? Während des Films kuscheln. Oh ja, mach das mal. Oh, wie süß. Guckt sie euch an. Voll cute. Oh, wie süß. Guckt sie euch an. Also ich bin hin und weg. Es tut mir leid. Ich bin absolut hin und weg von den beiden. Oh Gott, sie sind verschwitzt. Also die müssen heute auf jeden Fall noch zusammen täscheln. Nicht, dass sie sagen, du stinkst und riechst nach Schweiß. Guckt sie euch an, wie sie sich hier zusammen aneinander schmiegen, den Film schauen. Oh, wie süß.
Nee, ich glaube, die Vibes stimmen auf jeden Fall, habe ich den Eindruck. Schade, dass ich diese Kamera nicht dem Cooper ins Inventar gepackt habe, als ich ausgezogen bin. Dann hätte ich jetzt ein paar schöne Fotos von ihm machen können. Aber der Film kommt scheint's gut an. Voll schön. Also ich bin absolut happy. Ich wiederhole mich, es tut mir leid, aber ich bin absolut happy mit den beiden. Ich würde sagen, sobald der Film rum ist, die beiden genug geknuddelt haben, gehen wir mal ein bisschen Romantik an. Er wird ihm nochmal eine Rose geben. Hier ein bisschen Zuwendung. Nochmal eine Nüchtigkeit flüstern. Mein Gott, kann mir reden hier. Und wird ihn ein bisschen kitzeln. Und dann werden wir ihn auch noch mal küssen und dann gucken wir mal, vielleicht führt eins zum anderen. Und die beiden haben ihr erstes Techtel zusammen. Ich meine, wir hatten ihn gefragt, ob er unser Partner sein will. Stopp, hier habe ich mich ein bisschen verklickt. Ah, ich kann leider nicht öffnen, schade. Aber cool. Voll süß. Okay, der Film ist rum. Genau, wir haben ihm unseren Schlüssel gegeben. Er ist unser Techtel-Mechtel-Partner. Beste Freunde sind sie zum einen und er ist der feste Freund. Also das haben wir schon dingfest gemacht. Ricky gegen Cooper. Cooper ist total noch verknallt. Bei Cooper hat das schon ein bisschen abgenommen. Tut euch keinen Zwang an. Sag, guck mal, die habe ich vorhin bei uns gefunden. Die möchte ich dir gern schenken. Und dann wird er ihm auch Blumen und Schokolade schenken. Und wir werden hier ein bisschen persönliche Gedanken austauschen, Zuwendung nochmal machen, da können wir nochmal Zuneigung ausdrücken. Oh, wie süß. Sind sie nicht putzig, die zwei? Sind sie nicht putzig? Die zwei, ich bin hin und weg, bin ehrlich, ich bin hin und weg von denen. Die sind so süß und so liebenswert zueinander. Ich denke, vielleicht hat er das auch gebraucht, der Cooper. Und er wird, denke ich, jetzt auch sagen, dass er ihn liebt, dass er sich Hals über Kopf verliebt hat in ihn. Oh, der hat ihn gefüttert. Willow Creek, ein Hund. Tammy wurde durch den Haushalt Ahmed adoptiert. Okay. Das Pferd wurde auch, Buttershot wurde durch den Haushalt Sullivan adoptiert. Also ein paar Tiere sind adoptiert worden. Das ist sehr, sehr gut. Oh, wie süß. Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz. Er wird auf jeden Fall ihm sagen, hier, Ricky, Süßholzraspeln von mir aus auch noch gerne. Und dann mal hier körperliche Nähe. Dann kannst du hier mal Händchen halten machen. Und sag, Ricky, also wenn es für dich okay ist und du mit mir den nächsten Schritt gehen möchtest, würde er gerne ein Techtelmechtel auch mit ihm machen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das zwischen den beiden dann ausgehen wird. Wir haben ein Kondom zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten in unserem Inventar. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er darauf reagiert, wenn wir sagen, hier, wir sind in dich verliebt, wir haben uns Hals über Kopf verliebt und er ist müde, heißt, wir müssen unbedingt machen. Ich bin so froh, dass du mich liebst, denn ich liebe dich auch sehr. Oh, wie süß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was macht ihr? Süßholzraspeln, körperliche Nähe. Machen wir hier nochmal einen Kuss geben und dann gehen wir es an. Wir lassen die beiden Techtelmechteln mit Ricky. Die beiden werden ihr Techtelmechtel haben. Ricky knuddeln will er auch. Oh, wie süß. Ich liebe das. Das ist jetzt vom Wicked Wims. Die Animation. So goldig. Es ist so goldig. Das heißt, der Wicked ist nicht nur immer nur für das eine da, sondern er hat auch ganz, ganz viel andere Möglichkeiten, das Spiel zu bereichern. Und ich hatte eine Zeit lang raus. Dann habe ich mir den neuen PC geholt und habe ihn jetzt wieder drin. Ah, du kommst wegen der Pflanze da nicht hin. Hä? Das ist soweit. Die beiden werden ihr erstes Techtelmechtel haben. Bitte verhütet, ne? Hier ist ein Kondom. Benutzt es. Die beiden haben ihr erstes Techtelmechtel. Oh, Kupi. Kupi ist jetzt so richtig in dem Beziehungsleben angekommen, meiner Meinung nach. Er testet sich aus, probiert es. Jeder, der sich austesten möchte, soll es machen, soll Erfahrungen sammeln im Leben. Das Leben ist meiner Meinung nach immer sehr schnell, viel zu kurz. Was ist das hier? Ah, von diesem Teil hier. Ah, okay. Und wie war's? Wie war's? Guck, wir müssen mal jetzt hier kurz gucken.
spürt den Funken vom Erleben eines leidenschaftlichen Moments. Die Berührungen, die Cooper mit seinem Liebhaber teilt, fühlen sich an wie ein Blitzschlag. Eine Berührung wie diese können ein Herz zum Schlagen bringen. Es jagt ihnen Schauer über den Rücken und Cooper fühlt sich immer noch seine Haut vor Erregung kribbeln, wenn er daran denkt. Oh, kontrollierte Emotionen. Weit geöffnete Augen. Cooper ist fasziniert von dem aufregenden Anblick eines nahegelegenen, herrlich nackten Sims. Genau, das ist von der Techtel-Mechtel-Partnerschaft, das ist von der Schokolade und von den Blumen. Genre-Klassiker, weil Film gesehen hat. Also der Film hat ihm sehr gut gefallen. Romantische Sims sind ständig in Flirtlaune. Und hier, sexuelles Verlangen. Solch eine Lust auf Liebe mit Punkt, Punkt, Punkt. Wen begehrst du? Drei kleine Worte, die so viel bedeuten. Ich hoffe, du glaubst mir. Ricky, wo gehst du hin? Wo legst du dich jetzt schlafen? Ich habe dir doch extra ausgewählt, dass du dich gerne... Oh nein, legt er sich jetzt echt hier hin? Ricky, geh doch hier schlafen. Hier. Weisen an, Ricky. Ich hab dir doch das Bett zugewiesen. So, die beiden sind jetzt wieder wach. Wir haben 11.20 Uhr. Ich würde sagen, die beiden dürfen jetzt noch mal schnell hier ein Techtelmechtel in der Dusche machen. Die beiden sind total verknallt. Ich wollte eigentlich mal gerade gucken, ob der Cooper sein verknallt... Cooper kann es nicht erklären, aber er ist wirklich verliebt in Ricky und seine Gegenwart lässt das Herz von Cooper schneller schlagen. Kann man diese Sachen eigentlich wieder füllen? Das müsste ich mal irgendwie rausbekommen. Persönliche Gedanken austauschen und dann würde ich sagen, könnt ihr zusammen kochen? Mama Bärenwaffeln, Cooper. Zum Frühstück, dann können wir schön was frühstücken. Oh, die beiden, ich bin hin und weg von den beiden, so hin und weg. Und er wieder so, herrlicher Anblick. So süß. Was hat er hier? Mit Ricky knuddeln. Okay, das werden wir ihm gleich noch erfüllen. Was will er hier machen? Pflanzen düngen. Machen wir mal ein neues, soll sich da generieren. Was haben wir hier? Inselmusik hören. Okay, das können wir machen. Ja. Ja, wir haben keinen Schutz genommen, dass du dir Zeit für mich nimmst, bedeutet mir wirklich viel. Ich wollte nur, dass du das weißt. Oh, super süß. Super schön. Dann macht euch mal gleich was zu essen. Ich würde sagen, du kannst dich dann mal hier... Aber bitte noch nicht nach Hause gehen, ne? Wir machen dich mal wieder in eine Runde hinzu. Und dann können wir sagen, zusammen sitzen. Dann können sie sich nämlich während dem Kochen unterhalten. Und dann gucken wir mal, ob wir bis 15 Uhr noch irgendwas schaffen, bevor wir uns mit der Familie treffen. Es ist schmutzig. Ja, ich weiß, du könntest mal, das könnten wir eigentlich mal machen. Wir können einen Service eigentlich mal engagieren und könnten eine einmalige Haushaltshilfe engagieren, dass die einmal hier das ganze Apartment sauber macht. Ricky, bleibt doch hier, bitte. Dann setzt euch mal hin. Frühstückt. Ich glaube, bis um 15 Uhr schaffen wir dann nichts mehr. Ja, er muss natürlich der Familie sagen, dass Jailene nicht mehr da ist, dass er jemand Neues, relativ kurz, weiß er, kennengelernt hat. Genau, zum Ereignis gehen. Da haben wir ja noch eine Stunde. Und ja, wir werden hier nochmal ein bisschen romantisch interagieren. Wir werden ihm nochmal eine Rose geben. Bisschen flirten, würde ich sagen, hier. Wir können ihn nochmal fragen, liebst du mich? Wir wissen es ja aber eigentlich, dass er gesagt hat hier, dass er verliebt ist auch in uns. Sag mal, hier Interesse bekunden. Dann werden wir der Familie dann aber mitteilen, ja, dass wir eigentlich wieder getrennt sind und in einer neuen Beziehung sind. Und wir haben hier ganz coole, süße Sims und da ist unser kleiner Bruder. Den umarmen wir jetzt mal und sagen hier, Emotionen beibringen, beste Freunde werden. Das machen wir auf jeden Fall mal. Okay, ich habe es endlich hingekriegt, fast 4 Stunden später, dass wir diesen Tisch kriegen, den wir jetzt auch brauchen, um uns mit allen hinzusetzen. Ich hoffe,
Nein, nein, nicht aufgeben, Entschuldigung, ich wollte bestellen, hier Tisch bestellen, genau. Wir werden jetzt das Essen bestellen, hoffen, dass es das dann relativ zügig kommt. Okay. Bist du schwanger? Sei bitte nicht schwanger. Okay, sie hat nur ihre Tage. Huh. Okay, die Sherry ist, die Evolette fehlt. Wo ist die Evolette? Okay, ich habe es gefunden. Nach ein bisschen Suchen habe ich es jetzt gecheckt. Also, wir können Meinung zur LGBTQIA+ fragen, Orientierung aufdecken nach Identität und Orientierung fragen. Hey, ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Wir sind eine Familie und das bedeutet, dass es keine großen Geheimnisse zwischen uns geben sollte. Das bedeutet, dass ich mich sicher fühlen sollte, wenn ich dir sage, weiterzuhören, so weiterzuhören. Ich bin biromantisch. Okay, also der Sherry hat das gesagt und ich bin bisexuell. Es war so schwer, das zuzugeben, weil ich Angst habe, dass du dich abwendest. Bitte sag mir, dass das in Ordnung ist. Sag mir, dass du mich akzeptierst. Herzlichen Glückwunsch zum Coming Out. Kann ich nicht weiterlesen? Es ist okay. Ich habe es schon eine Weile vermutet. Boah, wird einige Eingewöhnungszeit bevor. Und du, was raus hier das ist einfach nicht richtig. Überlass es dem Schicksal. Ich würde sagen, das Negative, das ist normal und das sind die positiven Sachen. Ich würde sagen, sie würde ihm gratulieren dazu und auf jeden Fall vermuten, dass da Anit-Trauzeugen werden. Entschuldigung, das habe ich mich verklickt. Dasselbe machen wir auch mit Minty und Trevor. Und das freut den Cooper natürlich total. Er nimmt jetzt den ganzen Buch. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Ich unterstütze dich. Sie sagt, hey, du bist mein Bruder. Egal, ob du Frauen oder Männer liebst, für wen du dich entscheidest, die Entscheidung ist für mich okay. Ich liebe dich so, wie du bist. Du bist mein großer Bruder. Und das würde seiner Mama jetzt auch noch erzählen. Und ich denke, die Minty, für sie ist es komplett egal, für wen ihr Sohn sich entscheidet. Sie wird wahrscheinlich antworten, dass sie es schon eine Weile vermutet hat. Und da es steht doch alles. Und sie wird sagen, hier, mein Schatz, ich liebe dich so, wie du bist mein Sohn, mein Fleisch und Blut, ich habe dich auf die Welt gebracht, mir ist das so egal, für welches Geschlecht, für welche Art Liebe, Partnerschaft du dich entscheidest, solange du glücklich bist, bin ich es auch. Und oh mein Gott, sieht unser Ricky scharf aus in seiner Uniform. Wow, finde ich. Also, die beiden haben sich jetzt auch, genau. Kriegen wir da jetzt in dem Profil eigentlich so ein Merkmal? Unterstützung der Orientierung. Och, wie schön. Das ist so schön. Mamis Schatz von bester Beziehung, ein wenig Disziplin. Oh, ich fühle mich angenommen. Och, wie schön. Wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Trevor wird sagen, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Sagt, hey, mein Schatz, das ist dein Leben. Du kannst dein Leben so verbringen, wie du es möchtest. Wenn dich das glücklich macht, die Beziehung bisexuell aufrechtzuerhalten, dass du dich mit Männern als auch Frauen triffst, solange du dich das glücklich machst, keine Verletzten, es gibt keinen Liebeskummer, ist es für den Trevor komplett in Ordnung. Er wird sagen, herzlichen Glückwunsch und wird ihn natürlich unterstützen. Und er hat somit. Was machst du die ganze Zeit da, Süße? Komm raus! Los jetzt, der Cooper möchte dir das auch noch erzählen. Und dann kannst du hier auch die Orientierung aufdecken und sagen, hier, Süße. Er ist auch froh, dass er ihm es gesagt hat und ihn unterstützt. Dann können wir endlich unser Essen genießen und hier unsere ganzen Gerichte trinken und essen. Genau, zu sagen, genau. Wir haben was Wichtiges zu sagen. Und auch die Evolette wird sagen, hier, das ist für mich vollkommen okay. Wenn es dich glücklich macht, bin ich glücklich mit. Und Cooper, sie sagt, leb dein Leben, du bist jung. Ich bin jung. Sherry ist verlobt, wohl bemerkt. Sie ist verlobt. Sie haben sich verlobt, der Emiliano und sie. Weil wir können sie hier fragen. Ich sage, wir fragen ihn mal nach dem und werden ihm das
auch dann erzählen. Auch wenn wir mit ihm in fester Beziehung sind, das ist natürlich logisch, das ist jetzt, ja. Aber ja, die Familie unterstützt ihn in dieser Beziehung, ist für ihn da. Essen und deinen Eistee trinken und dann werden wir einen wunderschönen Abend zusammen machen. Wir werden uns ein bisschen Smalltalk machen. Hier sagt Mama, ich habe voll die guten Noten. Die Uni macht echt Spaß, kennenlernen. Dann können wir hier nochmal fürs Kommen danken, dass wir wenigstens eine Sache hier haben. Von unserem Ereignis. Und ja, die beiden werden sich wahrscheinlich jetzt auch nochmal umarmen. Und er wird ihnen dann auch, das versuchen wir jetzt mal gerade, ob wir von der neuen Beziehung erzählen können. Genau, über das Liebesleben erzählen, genau. Kannst sagen, hier Mom, Charlene ist leider in der Hitze umgekommen. Die hat sich leider nicht so hier um sich gekümmert. Aber wie du siehst, ich bin leider von einer Beziehung in die nächsten geschlittert. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ricky. Und er stellt den Ricky natürlich auch der Familie dann noch vor und sagt, hier, das ist Ricky, mein neuer Freund, der ist beim Militär. Und ich habe mich wirklich Hals über Kopf in ihn verliebt. Wir müssen auch noch Fotos teilen. Das machen wir mal mit der Familie. Dann müssen wir noch Fotos machen auch. Können wir hier Fotos teilen klicken irgendwo? Der Ricky marschiert hier als im Hintergrund. Musikgeschmack fragen. Dann müssen wir noch ein paar Fotos machen. Hier, Foto machen. Selfie machen. Und wir machen so allgemeine Fotos. Genau, Foto machen. Das als erstes. Genau, dann können wir von der Evolette ein Foto machen. Vom kleinen Mann ein Foto. Von der Sherry. Oh, das war der Mindy, ist ja schön. Nur den Trevor kriege ich jetzt nicht drauf. Da ist die Mama im Weg. Aber hey, wir haben schon mal ein paar Fotos gemacht. Dann kannst du mit deinem Bruder nochmal hier ein bisschen dich unterhalten. Kannst du mal nach der Schule fragen vielleicht. Genau, nee, nicht mit, oh, jetzt habe ich nach Notenprallen geklickt. Egal. Auf jeden Fall, das Coming Out war positiv. Er hat es der Familie komplett erzählt. Die Evolette weiß es, die Sherry weiß es, der Ricky weiß es, der war ja eh mit dem Cooper zusammen. Die Mindy weiß es, die Mama, der Trevor, der Papa weiß es. Und sie sind alle super, super glücklich, haben es gut aufgenommen. Ich denke, das war für den Cooper, denke ich, ein sehr, sehr großer Schritt. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass es wirklich für jeden sehr, sehr groß auch ist, dieser Schritt zu tun. Ich kann verstehen, wenn es manche gar nicht machen und für sich eher undercover, sage ich jetzt mal dazu, das Leben. Aber ich dachte, für den Cooper sei es sehr, sehr wichtig, das jetzt offen darzulegen. Und mir war von Anfang an klar, dass die Familie überhaupt nichts damit zu tun haben, negativ reagieren wird. Wo ist der Ricky schon wieder? Und ich würde sagen, wir werden dann auch mal jetzt diese... Ah ne, jetzt können wir nochmal ein Foto machen. Dann haben wir nämlich unseren Trevor auch mit bei auf den Bildern. Fertig für heute. Lassen die Sims nach Hause gehen. Ich denke, wir werden den Ricky... Machen wir mal hier Aktion. Ah, wir können die Runde nicht auflösen. Ich würde sagen, der Cooper macht jetzt mal hier... Zahlt den Tisch. Das ist zwar einiges an Geld, was wir hier haben. Aber ich würde sagen, wir... reisen dann nach Hause. Wir beenden hier dieses Ereignis. Nehmen den Ricky aber mit. Der Ricky darf in der Nacht wieder bei uns übernachten. Ich muss dann mal gucken, ob ich irgendwie das Bett doch anders hinstelle. Das machen wir es andersrum. Nur den Ricky. Dass der Ricky mit im Bett schlafen könnte. Das wäre nämlich total, total schön. Aber ich bin sehr, sehr happy, wie diese Folge bisher verlaufen ist. Wir haben mit dem Ricky ein schönes Date zu Hause gehabt. Die beiden hatten ihr erstes Techtelmechtel und wir haben der Familie gesagt, hier, wir sind bisexuell, wir stehen auf Frauen als auf Männer. Ich bin da jetzt in die nächste Beziehung schon geschlittert, das haben sie jetzt relativ normal aufgenommen und er wird ihm jetzt erstmal ein Küsschen hier geben, einen langen Kuss und sagen, Schatz, danke, dass du bei mir warst heute. Es war wirklich, oh, wie er sich freut, ein total aufregender Tag für mich, dieses... Gespräch anzugehen und dass du dabei warst, mich unterstützt hast, das freut mich wirklich sehr. Ich würde sagen, ihr dürft zum Abschied hier noch einmal Testl-Mestl machen. Und die Betty schreit als im Hintergrund rum, es tut mir leid. Danach muss der Cooper aufs Toilettchen. Und wir haben dann Montag, heißt die Uni geht bald los. Ich werde, denke ich mal, die Unitage wieder ein bisschen für mich alleine spielen, bis wir uns dann ja am Dienstag, wiedersehen und unser schönes romantisches Date machen. Wir werden irgendwo auf ein schönes Grundstück gehen, wo die Sims dann ja ihr Movie-Date haben. Und ich würde sagen,
Die beiden haben jetzt ihr wunderschönes Techtelmechtel. Der Cooper macht sich dann noch ready, wird noch ein paar Stunden Schlaf tanken, bis er dann um 9.30 Uhr zur Vorlesung muss. Ich hoffe aber, dass dir diese Folge soweit gefallen hat. Würde mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Und falls du ganz neu mit bei sein solltest, dann sei herzlich animiert, den Abo-Button zu klicken, damit du zum einen keine Videos mehr verpasst und mich zum anderen unterstützt. Ich wünsche dir dann jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage herzlich Dankeschön und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.